Der Witz war gemein. Den lese ich jetzt nicht nochmal vor. Ich habe jetzt gerade die Aufnahme wieder angemacht. Fürs nächste Video. Aber oder soll ich es vorlesen? Ich muss darauf hinweisen, das, was ich jetzt vorlese, wurde von Shadow Lilith geschrieben. Sie ist selber eine Frau, ja? Also, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich hier Anti-Frauen-Witze vorlese, es kam von einer Frau. Leute, die denken, Sexismus ist vorbei, sind auch nicht schlauer als Frauen. Ja, Herausforderung. Ach, das ist dann wieder so eine, die nicht weggeht. So eine Perma-Herausforderung. Weil ich hatte auch hier beim Turm so eine Flasche, die ich habe ich angesprochen. Ja, ich rede öfters mal mit Flaschen. Drink for DLC. Die Herausforderung konnte man mehrmals wiederholen, komischerweise. Ich schätze mal, die ist genauso. Finden Sie alle Fackeln. Genauso war das bei der anderen. Vor allem im Wasser. Das wird blöd. Also möglichst spät reinspringen, hier wieder rausklettern und da den Rest laufen. Fünf Stück. Habe ich fünf Stück überhaupt auf der Karte gesehen? Pause. Ach, da müssen wir noch einmal raus. Okay. Wir müssen so oder so raus, sehe ich gerade. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ist der Wurfhaken eigentlich erlaubt oder nicht? Ist wahrscheinlich nicht, ne? Ist das immer noch unter Wasser? Wo ist denn das? Ne, da muss ich raus, glaube ich. Kann ich da durchschwimmen? Ja, ich kann da durchschwimmen. Okay, never mind. Und dann müssen wir aber wieder zurückschwimmen. Jetzt wird's interessant, ob wir das schaffen. Problem wird sein, eine Stelle zu finden, an der man raus kann. Das sieht man immer so schlecht. Da kann ich raus. Glaube ich. Und jetzt renn, Forrest! Oder lauf, Forrest! Lauf, Forrest, lauf! Oh, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Oder? Geschafft. Aber das ist eine, wie gesagt, von denen, die macht man. Die wird nicht von der Karte verschwinden. Das mag ich nicht. Die bleibt permanent auf der Karte. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, werde ich dann denken: Oh, die habe ich ja noch gar nicht gemacht. Dann werde ich hinrennen, werde ich diese Flasche sehen, dann werde ich mir denken: Ah, doch, die habe ich schon gemacht. Mist, sowas. Aber egal. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Klinik, oder? Ich fühle mich schon so ein bisschen mental gestört. Also. Ich gehöre in die Klinik, möchte ich damit sagen. Ich kann schon nicht mehr gerade auf dem Kabel laufen. Ich mag meine Freunde kochen und meinen Hund. Satzzeichen können Leben retten. Ich mag meine Freunde, ich mag kochen und ich mag meinen Hund. Oder ich mag meine Freunde kochen und meinen Hund. Oh, das sind drei Isleute. Da sind Rais-Leute.
Hä? Wo ist denn der hin? Der runtergefallen? Da stand doch gerade noch einer von Rais Männern. Haben die Zombies sich den geschnappt? Jetzt auf einmal schießen sie. Kommen die jetzt her? Jetzt sehe ich sie. Aber sie locken auch andere Zombies an. Wodurch ich quasi einfach nur abwarten muss, bis sie sich gegenseitig töten. Nicht wahr? Ach komm. So, einfach hier vorne rein oder... da ist noch einer. Boom! Was sagst du gerade? Wenn meine Frau singt, gehe ich immer raus und spreche mit den Nachbarn. Dann wissen die, dass ich sie nicht schlage. Achso, weil der Gesang wie schreckliches Gejaule klingt, ja? Mal Licht an. Jetzt. Sie sehen. Genau. Ich heiße Crane. Kommen Sie mit dem Fahrstuhl ins unterste Stockwerk. Okay. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man Nachtschattenjäger haben kann. Wenn die hier nicht durchkommen, einen aber trotzdem sehen. Falls man Bock hat, sowas zu tun, keine Ahnung. Ne? Im ersten Teil ist das nicht so wichtig, aber in Dying Light 2 eine Figur, kriegt man dann von Gegnern, die man tötet, solche Marken. Also von normalen Gegnern, dann von stärkeren Gegnern. Jeder hat so seinen eigenen Markentyp, Seltenheit und so ein Zeug. Und diese Marken braucht man dann, um seine Skills, oder? Nee, um seine Ausrüstung abzugraden. Also wichtige Sachen, sowas wie den Enterhaken und so andere Sachen. Und ich glaube teilweise auch so ein bisschen Ritter Skills. Bin mir im Moment nicht mehr ganz sicher, es ist ewig her. Oder Crafting-Rezepte. Crafting-Rezepte kannst du dann upgraden und Mods upgraden. So, weißt du, also den Elektromod, den du auf die Waffe setzt, den kannst du dann eine Stufe erhöhen und so solche Sachen. Dafür braucht man dann diese Marken. Und da ist es dann echt ganz, ganz wichtig, wenn man so eine Stelle findet, an der man super was farmen kann. Da muss man das auch ausnutzen. Ich weiß noch damals mit dem Meppel, als wir den zweiten Teil gespielt haben. Wie gesagt, ich habe den mal angespielt mit ihm, aber nie fertig gespielt, weil er nie die Zeit hatte. Das werden wir aber dann nachholen nach diesem Teil. Dann spiele ich den halt hier mit euch nochmal durch. Da kann ich mich dran erinnern, da hatten wir einen super, super geilen Bug entdeckt, eine super geile Stelle gefunden, an der man endlos Schattenjäger farmen konnte. Ich bin mir zu 300% sicher, das ist mittlerweile gefixt. Glaube ich jetzt schon 2 Jahre her oder sowas, oder keine Ahnung, oder mindestens ein Jahr her, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn das noch funktionieren sollte, dann werde ich das auf jeden Fall sehr, sehr abusen. Das weiß ich jetzt schon, weil man die Upgrades braucht, unglaublich braucht man die. Kommst du mal? Oder kommt da jetzt ein Zombie raus? Okay. Soll ich die Items eigentlich mitnehmen? Sorry. Gucken wir mal. Mit Sarahs Forschungsergebnissen hat Dr. Camden gute Chancen, das Heilmittel zu entwickeln. Ja, also der ist jetzt hier von Zombies umgeben. Der hat
Der hat absichtlich quasi die Schleusen geöffnet, dass die Zombies reinkommen. So kann er zwar nicht mehr raus, aber so sind auch Rais Männer nicht an ihn angekommen. Also müssen wir uns jetzt wahrscheinlich irgendwie durch Zombies durchmetzeln. Nehme ich einfach Dr. mal an. Zira, ja. Es tut mir so leid. Wir waren davon begeistert, den Virus studieren zu können. Die großzügige Bezahlung des GRE war natürlich auch nicht übel. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom. Nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generator... Ist irgendwie nie ein gutes Anzeichen, wenn der Funk plötzlich abbricht und der Fahrstuhl plötzlich stehen bleibt. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Das hier ist kaputt. Da kommen wir nicht durch. Und die Tür? Oh, und die Tür zum Hauptflur kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Toll. Überall kugelsicheres Glas, dann fragt man sich doch aber, wie die Viecher reingekommen sind, wenn alles so abgesichert ist. Ach, weil er sie selber reingelassen hat, ne? Ich weiß auch nicht, was es gerade war. Er lebt ja immer noch. Wow. So einen Anzug würde ich gerne mal mitnehmen. War das. So was mag ich halt nicht, weißt du? Stellt mich auf den Platz mit 200 Zombies, das ist okay. Ich baue Abstand auf, würfe Böller, würfe Molotows, komme ich mit klar. Aber irgendwo so leise durchsteigen, dann auf einmal, bah! Weißt du? Nein! Macht sowas nicht! Macht sowas nicht! Keine Jumpscares! Befindet sich links. Zira und ich blieben in Haran, um ein Heilmittel zu finden. Und wer war ursprünglich zu unserem Schutz abgestellt? Kadir Suleiman, Rais höchstpersönlich. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Aha, Rais war eure Security. So viel dazu. Ich wusste es. Aber was ich auch wieder nicht leiden kann, ist, wenn ich eine Leiche vorher nicht schon abknallen kann. Ich weiß doch, dass der gleich aufsteht.
Ich schieße schon auf ihn drauf. Und es geht einfach nicht. Ich muss warten, bis er von selbst aufsteht. Das ist doch blöd. Ein Rammer. Der wird spaßig. Also, Sie müssen durch die Dekontaminierungskammer, um zum Labor zu gelangen. Der Eingang ist auf der rechten Seite. Nach dem Tod von Rais Bruder ging alles den Bach runter. Rais verwandelte sich von einem brutalen Kerl zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Kam der jetzt her? Hab ich gar nicht gesehen. Der lag bestimmt hier irgendwo so in der Ecke rum. Hat gemütlich abgechillt. Weißt du, direkt am Kühlschrank gechillt. Dann komme ich vorbei und wecke ihn einfach. Ja klar, war da ein bisschen nicht amüsiert. Ich wäre auch schlecht drauf, wenn man mich beim Chillen stören würde. Sie müssen den Dekontaminierungsprozess durchführen, um die Türen zu entriegeln. Ja, das erfordert maximale Energiezufuhr und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Also, ich kann die Dusche gar nicht starten. Zero und ich wurden von einem GRE-Agenten in Sicherheit gebracht. Er war Ihnen sehr ähnlich. Der Agent, der uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Und das hat letzten Endes nicht geklappt. Und Zero und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung wimmelt wahrscheinlich nur so von Infizierten. Ich wurde von den beiden getrennt, konnte es aber bis hier in die Klinik schaffen. Achtung, ich öffne die Tür. Mach es. Ich habe versucht, eine Explosion auszulösen, aber irgendwie will hier nichts explodieren. Jetzt auf einmal! Beine. Zero und der Agent schlossen sich Bracken an, was ich auch getan hätte, aber ich hätte es nie zu ihnen geschafft. Es tut mir leid, aber der einzige Weg in den Generatorenraum führt durch die Lüftungsschächte. Ich will nicht durch die Lüftungsschächte! Die zum Vorratsraum. Von dort können Sie den Flur und dann die Generatoren erreichen. Lüftungsschächte sind creepy. Also man sieht, dass die Uzi, oder wie man immer sie nennen möchte, macht halt echt beschissenen Schaden. Aber ich sag mal so, also zum gemütlich durchgehen, Munition leer machen und dann am Waffe wechseln ist völlig okay. Man findet genug Munition, um alle vier Waffentypen immer geladen zu halten. Also zumindest einen, ne, quasi du kannst einen Waffentyp leer schießen, dann auf den nächsten wechseln und so weiter. Und wenn man irgendwo mal bei einem Händler halt macht, mal kurz wieder Munition kaufen. So. Ich sehe nicht ein, warum ich hier in Nahkampf gehen soll. Wenn ich so viele Waffen habe. Das wollte ich damit sagen. Lüftungsschächte? Ach hier. Nicht? Ach hier. Kann ich den einfach von hier abknallen?
Damit ist er geklärt. Und geht mir später nicht auf den Sack. Und Tank. Muss ich hier weg. Jetzt muss ich hier weg. Ja, ich mag Explosionen, solange sie mich nicht treffen. Nicht hier noch mehr in die Luft jagen? Einfach, kann ich mich da einfach rüberhangeln? Kann ich hier draufsteigen? So, ja, ne? Problemlos. Problemlos! Heißt das Lieblingslied von Hirntoten? My Heart Will Go On. So, weil das Hirn tot ist, aber das Herz pumpt noch. Diese Seuche hier. Ah, ich bin zu weit reingelaufen. Fuck, ey. Dann hat die Animation mich festgehalten und ich habe Schaden bekommen. Oh oh. Hier geht's gar nicht lang. Wo geht's denn dann hin? Da vorne wieder rausgehen? Aber da ist doch die Säure im Weg, oder? Komme ich hier lang? Nö. Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Oh mein Gott. Wirklich? Komme ich denn hier gerade nicht durch? Das ist aber nicht wegen meiner Mod, die ich drin habe. Dass ich das hier. Die das Aufschließen Minigame entfernt. Das wäre jetzt der Hammer, wenn ich jetzt wegen der Mod nicht weiterkomme. Wo will ich denn hin? Den hier vielleicht benutzen? Ah! Da hinten frisst etwas. Ach, ich geb's auf. Ich laufe den früher oder später sowieso noch über den Weg. Hier soll ich mit Explosionen arbeiten, wie ich sehe. Okay.
kann ja auch einfach zweimal auf den Kopf schießen oder so, dann ist auch gut, ne? Die Waffe ist so ungenau, das ist schrecklich. Jetzt können wir den Rückweg öffnen. Falls wir mal wieder zurückrennen müssen oder sowas. Nicht. Gar nicht. Ich trau der Leiche nicht. Die steht wieder auf. Generatoren. Laufen aber nur zwei von drei. Selbst wenn die Evakuierung nicht fehlgeschlagen wäre, hätte Zira Haran nicht verlassen. Er und der Agent waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Laufen nur zwei. Wirklich? Steht nicht auf? Hätte gewettet, der steht auf. Okay. Ready für die Quarantäne? Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Macht mich sauber! Nein, nicht die da. Mich? Ich dachte, ich soll dekontaminiert werden. Tötet das Zeug die? Okay. Ich hätte es nicht erwartet, dass die Dekontaminationsdusche die Zombies umbringt. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay. Soll mir recht sein, aber... bin schon merkwürdig. Wir haben es geschafft. Wir sind beim Doc Ock. Crane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht?
Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Lass deine Hose an. Moment. Alles klar, das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So, was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey, das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Amir ist der, der uns am Anfang gerettet hat. Sehr gut. Der, der am Anfang gestorben ist. Nicht umsonst gewesen. Das war der GRE-Agent vor uns. Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Mensch, hat er uns vielleicht deshalb gerettet, weil der GRE gesagt hat, hey, an der Stelle kommt ein neuer Agent runter, fange ihn ab und hilf ihm. Irgendwie sowas. Und dann ist es halt ein bisschen schief gegangen, ne? Wow. Hey, hallo BP. Soll ich dir den Valhype-Server anschmeißen? Kann ich machen, wenn du möchtest. Ja, bitte. Dann machen wir das gleich. Ich will bloß noch kurz hier mit dem GRE reden. Das ergibt dann, glaube ich, gleich den nächsten Plotpunkt, wo es dann weitergehen soll und so weiter. Und dann kann ich kurz Pause machen. Oder hier wäre ein guter Punkt. Ich habe Camden getroffen. Er hat Sarahs Gewebeproben untersucht und meinte, die Chancen für ein Heilmittel stünden gut. Vorausgesetzt, er bekommt Zugang zu den verbleibenden Daten. Daten, die Rais in seinen dreckigen Fingern hat. Da ich nicht weiß, wo Rais sich versteckt hält, ist es an der Zeit, meine Freunde vom GRE um einen Gefallen zu bitten. Ja. Freunde vom GRE.